Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Witcher. Wir sind in der letzten Folge in Ochsenfurt angekommen. Ich hab keine Angst. Und wir werden uns hier auch ein bisschen umschauen. Aber erstmal wollen wir zur Anschlagtafel. Ach, guck mal, hier gibt's eine Taverne. Da könnten wir theoretisch auch rein. Hier sind die Redanier am Start. Hier ist abgeschlossen. Okay. Naja, wir gehen mal zur Anschlagtafel und dann schauen wir mal weiter. So. Achtung, Trolle. Achtung, es wurde ein Troll östlich von Ochsenfurt gesichtet und gehört am linken Ufer des Pontas. Besagter Troll soll redanische Marschlieder singen. Vermutlich handelt es sich hierbei um ein nilfgaardisches Ablenkungsmanöver. Es wird empfohlen, dieses Gebiet zu meiden, bis sich die entsprechende Abteilung der Streitkräfte seiner Majestät des Problems angenommen hat. Sollte es jedoch zu einem Zusammentreffen mit dem Troll kommen, wird empfohlen, sich regungslos zu verhalten. Möglichst dicht über dem Boden zu kauern und den Kopf mit dem Arme zu schützen. Es besteht die Möglichkeit, dass die Bestie dann nicht angreift, da sie das Opfer möglicherweise mit einem Stein verwechselt. Auftrag: Monster in Ochsenfurt. Auf Befehl unseres höchst edelmütigen Herrschers König Radovid V. ist jeder fahrende Monsterschlechter, der diese Nachricht liest, gehalten und verpflichtet, alle anstehenden Aufträge auszusetzen und sich unverzüglich der Jagd auf das hier erwähnte Monster zu widmen. Die fragliche Bestie hat die Wiege des menschlichen Intellekts besudelt, die Stadt, auf deren Territorium sich die älteste aller Akademien befindet, Ochsenfurt. Wer seinen schändlichen Treiben ein Ende macht, wird mit der vollen Großzügigkeit des Königs belohnt. Kommandant des Stadtregiments Ochsenfurt. Auftrag: Bestie im Wald von Ochsenfurt. Wer Arbeit sucht und keine Furcht kennt, der lese diese Nachricht, denn sie wird für ihn von Interesse sein. Hans von Sidaris, Glücksritter und Veteran zahlreicher Kriege, gibt hiermit Folgendes bekannt. Aus Sorge um die ansässige Bauernschaft, die schrecklich unter den Angriffen eines Monsters leidet, welches offenbar im Wald bei Ochsenfurt haust, habe ich beschlossen, demjenigen eine Börse voller Novigrader Kronen zu geben, der die Bestie erschlägt. Wer aber ohne Trophäe zu mir kommt, der soll kein Gold erhalten, sondern einen Tritt, der ihn seinen Lebtag nicht mehr schmerzfrei wieder sitzen lassen. Handbücher zu verkaufen brauchen wir nicht. Gewinnt! Spielt gegen mich, Stjepan. Hast du schon alle Gewinnspieler besiegt? Glaubst du, dass du bereit bist für den Besten der Besten? Dann tritt gegen Stjepan an, der so gut ist, dass es scheint, als würden die Karten von sich selbst spielen. Ah ja. Auftrag: Monster im Wald. Folgendes sei zu wissen und kundgetan. In den Wäldern um Novigrad treibt ein Monster sein Unwesen, das unseren Kriegsanstrengungen erheblich schadet. Wer es findet und tötet, tut nicht nur seine patriotische Pflicht und bringt uns dem unvermeidlichen Sieg der geeinten Streitkräfte des Nordens unter unserem tapferen König Radovid einen Schritt näher, sondern soll auch eine ansehnliche Belohnung erhalten, die den Mühen angemessen ist. Gemeinsam für den Sieg. Die Belohnung wurde noch nicht eingefordert. Anmerkung: Achtung, wenn das Monster nicht bei Ende des laufenden Monats tot ist, werden die Steuern für die gesamte Region um ein Fünftel erhöht. So, wir haben also ein paar neue Aufträge erhalten. Das ist ja sehr interessant. Das heißt, die wollen wir uns doch mal eben angucken. Das dürften alles keine Nebenquests sein, wie ich vermute. Freiwilliger, doch, das ist eine. Als geht er durch die sonnige gesagt, den Land in Ochsenfurt, hat er ein Geräusch. Etwas, das nach einem schiefen Gesang und Brüllen. Okay. Aber wie gesagt, auch ein paar Hexeraufträge. Das Problem ist, ich kann leider nicht sehr viele machen. Ich kann auf jeden Fall das machen, weil das ist ein Witz, das ist Stufe 6. Und ich kann das machen, das ist halt ungefähr meine Stufe. Wir kümmern uns, glaube ich, erstmal um das hier. Oder erst um das. Ah, es ist halt so die Frage, ne? Wir machen erstmal das hier. So, dann muss ich sagen, wir verkaufen auch. Dann könnte ich eventuell verkaufen. Was kann ich für dich tun? Zeig mal deine Waren so. Du kannst das gerne haben, du kannst das gerne haben. Meinetwegen darfst du sogar das hier haben. Das macht zwei mehr als meins, ist aber schlechter, weil ich habe noch ein paar andere Sachen dabei. Okay, was haben wir hier? Das Wolfsfell? Nee, Eisbärenfell. Oh nein. Ah doch, das habe ich noch. Okay. Ich dachte schon, ich habe es verkauft. Bleikopf, Beikopf, ach komm, weg. Xenogloss behalten wir natürlich, das behalten wir alles, was wir noch brauchen könnten. Aber die Häute machen wir mal weg, die brauche ich nämlich nicht. Blumen, na, behalten wir einfach mal. So, das war das schon mal. Wie gesagt, ich gucke mich mal hier aber noch ein bisschen in der Stadt um. Ah, ich muss doch bitten. Was soll das?
Dann einfach mal schauen, ob wir hier vielleicht noch irgendwie eine Quest anderen ziehen können. Sieht momentan zwar nicht danach aus, aber man weiß ja nie. Ach, guck mal, das ist ja praktisch. Hier ist nämlich auch direkt noch eine andere Quest. Okay. Ist ganz schön weit weg dafür, dass das Monster im Wald ist. Naja. Okay, dann würde ich sagen, wir laufen mal hier so ein bisschen zurück jetzt. Und wenn wir hier nichts finden an Quest, dann werden wir uns erstmal um das Monster im Wald kümmern. Rüstung scheint auch noch soweit intakt zu sein. Ja, ich gucke. So, erstmal, ich würde, glaube ich, auch mal einen Wegpunkt setzen, damit ich auch wieder rausfinde aus der Stadt. Am besten zum Westtor. Scheint aber nicht so. Gibt es hier eine Bank oder so? Dann könnte ich mich mal meine Oren und Floren umtauschen, aber ich sieht nicht aus, ob es hier eine Bank geben würde. Eigentlich schade. Also in Novigrad wird es wahrscheinlich eine Bank geben, weil das ist, ich glaube, die größte Stadt. Oder eine der größten Städte. Da sollte es schon eine Bank geben. Ja, hier ist der Friseur. Wir haben uns einmal schön rasieren lassen. Ich meine, warum auch nicht? Du wirst ersticken. Kann sein, dass ich ersticken werde. Wer weiß das schon. Das Leben ist voller Überraschungen. So, na dann wollen wir uns mal um dieses Monster kümmern. Hier war... Also hier bin ich schon mal vorbeigeritten. Hier ist auch irgendwas Questmäßiges. Ich weiß halt nicht, was für eine Quest das... Die können wir jetzt gleich mal mitnehmen. So, da ist Plötze. Komm mal her. Ich meine, gut, ich weiß gar nicht. Ich glaube, die bringt mir nichts mehr, die Quest. Aber dann habe ich sie ja erledigt. Und sie dürfte halt nicht sonderlich schwer sein. Boah, Plötze, komm schon. Warum kann Plötze auf einmal nicht mehr sprinten? Sehr seltsam manchmal das Ganze. Ist Plötze überladen? Nee, eigentlich nicht, oder? Naja. Vielleicht ist Plötze krank. Wäre natürlich schlimm. Das wäre echt nicht cool. Ach, verdammt. Langsam. Zu oft Steuerung gedrückt. Shift natürlich. Ach, aber kann ich ja nichts für, wenn Plötze auf einmal nicht mehr sprinten will. Jo, hier ist ein Bandit. Na toll. Na, haut da ab. So einer ist das also. Interessant. Ach, jetzt darf ich auf einmal wieder. Ja, ist ja toll. Ach, scheiße, das ist das wieder. Was denn? Was hört ihr denn hier rum? Ist doch alles gut. Oh, Silber schreibt schon auch weg. Du schon. Ja, das ist eher... Oder kaufe ich es einfach? Ich weiß nämlich nicht, wie ich das hier mache. Ach komm, scheiß drauf. Hoffentlich ist der Schein so viel wert. Das war die richtige Entscheidung. Wirst sie nicht bereuen. So. Da habe ich immerhin die Quest abgeschlossen. Die geht mir nicht mehr auf den Sack, weißt du. Los, lauf! So, jetzt werden wir mal mit dem einen Kommandanten hier sprechen. Und schauen mal. Was willst du? Ich bin wegen der Nachricht hier. Gibt es ein Monsterproblem? Problem? Sehr hübsch. Wir haben kein Problem. Wir sitzen bis zum Hals in der Scheiße. Da sitzt irgendein verficktes Ich-weiß-nicht-was im Wald und greift jeden beschissenen Transport an, der es wagt, die Hauptstraße zu benutzen. Wir haben bald keine Bolzen mehr, keine Pfeile, keine Rationen. Wir sind am Arsch! Wir haben eine Patrouille losgeschickt, aber die ist nicht wiedergekommen. Es ist also ganz einfach. Bring mir den Kopf dieses Scheißviehs und ich gebe dir so viel Gold, wie in der Nachricht steht. Ich falsche nicht. Der Quartiermeister lässt sich nicht umstimmen. Aber ich kann einen Passierschein über den Ponta drauflegen. Was sagst du? Top? Top? Klingt angemessen. Mal sehen, was ich tun kann. So, untersuche den Schauplatz. Bla, bla, bla. Wo ist mein Pferd? Ach so, scheiße, ich bin am Pferd vorbeigelaufen. Plötze kommen sowieso zu mir. So. Dann schauen wir uns das Monster im Wald mal an. Ich bin mal gespannt, was ich jetzt dafür noch bekomme, weil ich glaube, Erfahrung, viel kann es ja nicht sein, weil, ich meine, die ist schon grau, das heißt, die bringt mir ja nichts mehr. Die ist halt, die ist unter meinem Level, weil ich bin ja mittlerweile auch schon 12. Die ist halt ab Level 6, naja. Schwer dürfte es nicht werden.
denke ich mal. Andererseits gibt es dann auch wieder einige andere, die ich noch gar nicht machen kann. Oder ich könnte es versuchen, aber ich glaube, ich sollte es... Oh, guck mal, hier ist eine Quest. So, Wildhund tot. Was ist denn hier los? Ja, komm, Geralt, rede mit der Tür. Kommt raus, ich tue euch nichts. Wann hast du zuletzt was gegessen? Vor einer Woche. Ein halbes verkohltes Eichhörnchen. Und eine Handvoll Beeren. Hm. Was macht ihr hier alleine? Wo sind eure Eltern? Die Schwarzen haben sie getötet. Aber manche von uns wurden auch so rausgeworfen. Zu viele Mäuler zu stopfen, hieß es. Hier, teile es mit den anderen. Danke. Hier, für dich, weil du nett bist. Voll abgezockt, war. Gibst hier so ein bisschen Essen? Was hat er dafür bekommen? Wow, deine Augen, die sind wie die von meiner Katze. Oh, toll, eine Puppe. Wow. Ist ja toll. Hörst du die Monster? Lustig wäre gewesen, die hat mir jetzt Geld gegeben. Dann, hä? Weil dann hätten die sich ja selbst Essen kaufen können. Naja, egal. So, wir sind auch gleich da, am Orte des Geschehens quasi. Aha. Ein paar Alghule. Die müssen wir uns erstmal entledigen. Und dann können wir hier mit unseren Nachforschungen beginnen. Wie zum Beispiel mit der hier. Zerrissen und abgenagt. Hier haben Nekrophagen gefressen. Aber diese Wunden sind alle nach dem Tod entstanden. Geplündert. Entweder hat jemand die Ladung nach dem Monsterangriff gestohlen, oder das Monster hat was für Armeebestände übrig. Na, kann das sein, wer weiß. Zerrissen und abgenagt. Ah, verdammt. Hier haben Nekrophagen gefressen. Das dürfte das sein. Zerrissen und abgenagt. Alle nach hier dem haben Tod Nekrophagen entstanden. Gefressen. Ich warte mal kurz, bis aber er fertig diese ist. Wunden sind alle nach dem Tod entstanden. So. Fußspuren. Ein Überlebender? Entweder das oder das Monster ist ein Mensch. Hm. Wer weiß, wer weiß. So, wir gucken, ob wir noch mehr rausfinden können. Das sieht mir jetzt nicht unbedingt nach... Achso, wobei, warte mal. Nee, die Fußspuren gehen aber eigentlich dahin. Das heißt, hier wäre falsch. Aber da ist noch was. Wahrscheinlich war es das Gleiche, sieht ne? Sieht nach Klauenspuren aus. Aber hier, ein Pfeil. Der Schaft ist direkt an der Haut abgebrochen. Hm. Hier stimmt was nicht. Ich sollte diese Spur verfolgen. Ja. Das können wir auch gerne tun, Geralt. Kein Problem. Moment, da waren Fußspuren. Aber da gehen sie jetzt. Auf einmal gehen sie weiter, weißt du? Vorher nicht, aber jetzt. Jetzt ist es soweit. Na, dann laufen wir den einfach mal hinterher. Mal schauen, was dieses Monster ist. Ein paar Ertrunkene, oder? Na, ich glaube schon. Hm. Ich sollte mich ein wenig umsehen. Da hinten geht's auf jeden Fall weiter. Erstmal müssen wir uns die hier entledigen. So. Aua, was soll denn das? So. Lutscher. Unerhört ist das. So, tschüss. Unglaublich. Diese Burschen, ne? Oh, ein Hornblatt. Nehmen wir mit. So, hier gehen die Fußspuren weiter. Na dann. Folgen wir weiter dem Pfad des Monsters. Was auch immer das Monster ist. Einen Schritt weiter und du kriegst noch ein Loch in den Kopf, Deine. Was willst du hier? Rede! Ich muss mit eurem Kommandanten reden. Es ist wichtig. Ich traue dir nicht. Das dachte ich mir schon, als ich deinen Bogen auf mich gerichtet sah. Du hast mich doch im Blick.
Und ich neige nicht zu Dummheiten, da kann ich dich beruhigen. Ich bin beruhigt, wenn du mir deine Waffen gibst. Los, deine Schwerter. Lass sie fallen, dann bringe ich dich zu Bernossiel. Ein Hexer gibt seine Schwerter nicht gern aus der Hand. Ich fürchte, ich bin nicht einverstanden. Ein Fehler. Dein letzter. Edme! Okay. Ich glaube, hätten wir uns im zweiten Teil dafür entschieden, mit Jorvet zusammenzuarbeiten, dann könnte ich mir vorstellen, dass wir den hier treffen würden. Naja gut, ich glaube, jetzt sind die Verhandlungen gescheitert. Würde ich mal fast behaupten. Na, jetzt haben wir einige von denen getötet, da ist er. Ich hätte auch mit denen geredet, aber ein Hexer gibt seine Schwerter nicht aus der Hand. Unter keinen Umständen. Und wenn sie mit sich nicht reden lassen, naja gut. Ja gut, ich hätte das eigentlich auch... Wie gesagt, ich hätte meine Schwerter natürlich aus der Hand geben können, aber ein Hexer tut das nicht. Wir hätten mir wahrscheinlich nichts getan, aber trotzdem. Pech gehabt. Lauf, Plätze. Pech gehabt, Pech gehabt, Pech gehabt. Ne? Selbst schuld. Das ist nicht mein Problem, wenn die da so, ne? Wenn die so aggressiv sind, ist das ja nicht mein Bier. Wo will Plötze denn hin? Du sollst hier auf dem Weg bleiben. Nein, na doch. Ja, Plötze hat die Schnauze jetzt. Mach hin. Los. Toll, das erste Mal, dass wir Elfen hier treffen. Und was machen wir? Wir töten sie natürlich. Ja, super. Ja, blöd gelaufen. Aber wie gesagt, selbst schuld. Ich habe mich im zweiten Teil habe ich mich ja auf die Seite von Roche geschlagen. Im Nachhinein muss ich sagen, habe ich das ein bisschen bereut. Irgendwo. Aber es war halt nicht mehr zu ändern, ne? Ich bin mal gespannt, ob wir Werner und Roche hier nochmal treffen. Oder nicht. Ja, Jorvet ist halt gestorben. Aber wir sind ja nicht als Feinde gestorben, wenn ich mich nicht irre, oder? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß das nicht mehr, ist schon eine Weile her. Endlich bist du zurück. Hast du die Bestie dran gekriegt? Es war keine Bestie im Wald. Nur Elfen von einer Bande Skoyatel, die über die Transporter hergefallen sind. Hier, ihre Eichhörnchenschweife. Skoyatel, sagst du? Und ich dachte, wir hätten dieses Pack endgültig ausgerottet. Und dass die übrigen Anderlinge zu Verstand gekommen wären. Tja. Offenbar müssen wir sie nochmal beruhigen. Eine Liste aller Langohren im Umkreis erstellen und dann jeden Zehnten aufknüpfen. Das müsste reichen. Ja, ganz bestimmt. Ich sehe, wir verstehen uns. Du bist ein guter Mann. Hier, das versprochene Gold und der Passierschein. Viel Glück. Mhm, danke. So, dann machen wir jetzt das. Und da ich nicht weiß, wo die leider ist im Buckelsumpf, vielleicht kriegen wir das nochmal, wenn wir das hier gemacht haben. Wir gehen jetzt erstmal auf jeden Fall nochmal zurück. Beziehungsweise nicht wirklich zurück, wir kümmern uns jetzt einfach nur um den nächsten Auftrag. Wir haben ja keine Zeit, ne? Muss ja alles immer rucki-zucki gehen hier, sonst sind die ja nicht glücklich. Weiterlaufen, das ist nur ein Hund. Würde sich wahrscheinlich auch vor seinem eigenen Schatten erschrecken, das Pferd, ey. Hier, blöde Banditen, die könnten mir natürlich nachreiten, aber das ist mir auch egal. Ich bin nämlich schon weg. Ah, eigentlich bin ich auch blöd. Ich hätte mich da irgendwie hinporten können, na, egal. Oh, was ist denn hier los? Was ist hier los? Warum löscht das denn keiner? Es soll doch brennen, kapiert? Verpiss dich! Sonst braten wir dich zusammen mit der beschissenen Elfin! Da gibt es noch eine dritte Möglichkeit. So, Elfen. Das ist ja interessant. Das ist nämlich auch das Problem, hier werden ja Anderlinge eigentlich nur schlecht behandelt. Vor allem Elfen. Zwerge werden immerhin noch als Schmiede, naja, mehr oder weniger angesehen, weil das können sie halt. Ja, ich zünde das auch noch ein bisschen weiter an, juhu. Da
Das war's dann aber auch schon, muss man sagen. Oh nein, ich bin gestorben. Das ist natürlich peinlich. Ah, scheiße. Aber das machen. Nein! Ach, verdammt. Das kann nämlich sein, dass das jetzt weg ist und ich ihr nicht mehr helfen kann. Das wäre natürlich total ärgerlich. Aber wobei doch. Ich lade ja den letzten Punkt. Ja doch, müsst ihr. Ich muss nur den gleichen Weg nochmal. Also das mache ich jetzt noch auf jeden Fall. Das mache ich jetzt noch. Weil der wollen wir natürlich helfen. Das war blöd. Ich hatte auch nicht mehr mein volles Leben und das war alles ein bisschen doof. Die haben mich halt von hinten getroffen. Das ist natürlich auch unfair. Also ehrenhaft war das nicht. Gabriele, ah. Cool. Direkt wieder hier. Langsamer. Ich würde das gerne alles überspringen. Geht aber irgendwie gar nicht. Was? Es soll... Fab. Da gibt es... So. Und so, die Banditen sind schon alle halb tot. Aua, 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 ich aber auch gleich. Ey, ich werd die ganze Zeit auch getroffen von den Ratten, ey. Ey, ohne Spaß, die ganze Zeit treffen die mich, das kann nicht sein. So. Einer ist tot. Der nächste ist tot und jetzt bist du noch du da. Geht doch, meine Güte. So, wie helfe ich denn jetzt? Moment. Wie kann ich denn helfen? Ich will dir helfen. Rettet mich! Ja, ich bin dabei. Ich weiß nur leider nicht, wie. Tut mir leid. Vielleicht irgendwie Art oder so? Ah. Lauf, schnell. Oh. Eieieiei. Was war denn los? Warum wollten die dich bei lebendigem Leib verbrennen? Sie wollten mich ausrauben. Ich habe ihnen nicht verraten, wo meine Wertsachen sind. Da haben sie eine Ladung Feuerholz geholt, mich eingesperrt und das Haus angezündet. Sie wollten dich wohl umstimmen. Aber selbst wenn du geredet hättest, sie hätten dich kaum am Leben gelassen. Ich muss dir noch für deine Hilfe danken, Wattgern. Mein Geld liegt in einem hohlen Baumstumpf hinter dem Haus. Nimm, was du willst. Es ist derzeit gefährlich, zu viel zu besitzen. Danke. Leb wohl. Ja gut, das stimmt wohl. So, das sieht aber jetzt auch gut aus im Gesicht, ne? Ich glaube, wir sollten vielleicht vorher mal eine Runde... also gleich zumindest meditieren. So, eine weitere Quest beendet. Super Geschichte, da ist der wohl, der Baumstumpf. 20 Kronen, naja, immerhin. So viel ist es zwar nicht, aber passt schon. Dann würde ich sagen, werde ich an der Stelle mal eine Runde meditieren, damit es uns wieder besser geht. Und verabschiede mich von euch, bedanke mich bei euch. Und ja, ne? Wir werden dann weiter in Richtung Ziel ziehen. Bis dahin, haut rein.